Die Nacht war kalt und still in der kleinen Stadt Fairmont. Jack, ein 8-jähriger Junge, starrte an die Decke des dunklen Zimmers im Waisenhaus. Seine Augen waren vom Weinen gerötet. Die Szene, die er nicht aus seinem Gedächtnis löschen konnte, war der letzte Abschied von seiner Mutter im Krankenhaus, und das monotone Geräusch der Maschinen, die abgeschaltet wurden, hallte noch in seinen Ohren wieder. Da er niemanden hatte, der ihn tröstete, umklammerte er ein kleines Taschentuch, in dem sich noch ihr Parfüm befand, und versuchte, irgendeine Spur von dem festzuhalten, was ein Leben voller Liebe und Schutz gewesen war. Jack weinte leise. Er wollte nicht, dass die anderen Kinder es hörten. Seit er im Waisenhaus angekommen war, wurde er verspottet, weil er der Jüngste war und weil er dazu neigte, sich zu isolieren. »Hey, du jammerndes Waisenkind!« rief Mike, der Älteste der Jungen, und drückte Jack morgens gegen die Wand des Flurs. »Hast du geglaubt, du würdest hier eine Sonderbehandlung bekommen, nur weil du Mami verloren hast?« Die Worte schnitten wie Klingen. Jack sagte nichts, senkte nur den Kopf und hielt die Tränen zurück. Er wusste, dass Weinen die Grausamkeit der anderen Kinder nur anheizen würde. In den seltenen Momenten der Ruhe fand Jack Trost in seinen Träumen. In ihnen war seine Mutter am Leben, lächelte und umarmte ihn fest. In einem dieser Träume sah er sie auf einer Schaukel unter einem großen Baum sitzen und ein Schlaflied singen, das er so gut kannte. »Vergiss es nie, mein Schatz«, sagte sie mit einem Blick voller Zärtlichkeit. »Auch wenn ich nicht hier bin, werde ich immer in deinem Herzen sein.« Doch als er aufwachte, traf ihn die kalte Realität des leeren Zimmers hart. Jack, der nun wach war, schaute sich um. Es herrschte absolute Stille, bis auf das Rauschen des Windes, der durch die Fensterspalte pfiff. Er rollte sich auf dem Bett zusammen und drückte sich an seine Knie. In diesem Moment gab der kleine Jack ein stilles Versprechen ab. Er würde einen Weg finden, diesen Ort und die Einsamkeit zu überleben. Er wusste nicht wie. Aber er musste daran glauben, dass die Welt noch etwas Gutes für ihn bereithielt. Der Schmerz war immer noch stark, aber in den Tiefen seiner Seele wuchs ein Schimmer von Entschlossenheit. Der Nebel umhüllte den Friedhof wie ein Mantel, als Jack langsam zwischen den Grabsteinen hindurchging. Es war früh, die Sonne war noch nicht ganz aufgegangen, aber für ihn war dieser Ort ein Zufluchtsort. Hier, weit weg von dem grausamen Gelächter und den mitleidigen Blicken, konnte er die Gegenwart seiner Mutter spüren, als wäre sie wieder an seiner Seite. Jack kniete vor dem Grab nieder und zeichnete mit seinen kleinen, zitternden Fingern die Buchstaben nach, die auf dem Grabstein eingraviert waren. Margaret Thompson, eine liebende und hingebungsvolle Mutter. »Hallo, Mom«, murmelte er, wobei seine Stimme fast im Wind unterging. »Ich versuche stark zu sein, wie du es verlangt hast. Aber es ist sehr schwer«, Stille antwortete. Aber Jack spürte eine unerklärliche Wärme, als ob ihre Liebe ihn immer noch umhüllte. Er stand lange Zeit so da, bis er einen Schatten auf sich zukommen spürte. Eine Mischung aus Angst und Neugierde ließ ihn sich schnell umdrehen. »Verzeihen Sie, dass ich störe«, sagte eine leise Stimme. Eine Frau mittleren Alters stand ein paar Schritte entfernt und hielt einen Strauß verwelkter Blumen in der Hand. Sie hatte einen müden Gesichtsausdruck, aber ihre sanften Augen waren auf Jack gerichtet. »Ich wollte ihn nicht erschrecken.« Jack zuckte mit den Schultern und versuchte, sein Unbehagen zu verbergen. »Ist schon gut«, antwortete er und sah auf seine Füße hinunter. Die Frau machte einen kleinen Schritt nach vorne und legte die Blumen auf einen nahegelegenen Grabstein. »Mein Sohn Adam ist hier begraben. Er war ungefähr so alt wie du, als...« Sie schluckte. Der Schmerz war noch deutlich in ihrer Stimme zu hören. »Es ist nie leicht, einen geliebten Menschen zu verlieren, nicht wahr?« Jack sah auf, überrascht von ihren Worten. Er war es nicht gewohnt, dass Erwachsene so ehrlich über ihren Schmerz sprechen. »Meine Mutter, sie war alles für mich«, gestand er und spürte, wie sich seine Augen mit Tränen füllten. Die Frau kam langsam auf ihn zu und setzte sich neben ihn auf den kalten Boden. »Ich weiß, wie das ist«, sagte sie mit einer Sanftheit, die das Herz des Jungen zu erreichen schien. »Als ich Adam verlor, dachte ich, ich würde nie wieder lächeln können. Aber wissen Sie was? Manchmal hilft es ein wenig, mit jemandem zu reden, der einen versteht.« Jack sah sie einen Moment lang an und spürte etwas Neues. Zuversicht. »Ich komme fast jeden Tag hierher«, gab er zu. »Es ist, als ob sie immer noch da wäre.« Die Frau lächelte leicht, trotz der Tränen, die ihr über das Gesicht liefen. »Und das ist sie auch. Nicht hier, aber in deinem Herzen.
Das wird sich nie ändern. Einige Minuten lang schwiegen sie beide und teilten einen Schmerz, der sowohl einzigartig als auch universell war. Bevor sie sich verabschiedete, streckte die Frau ihre Hand aus. »Mein Name ist Mary. Wenn du reden willst, bin ich in der Nähe.« Jack schüttelte schüchtern ihre Hand und etwas in seiner Brust entspannte sich ein wenig. Zum ersten Mal, seit er seine Mutter verloren hatte, fühlte er sich nicht völlig allein. Ein paar Tage später, als Jack an demselben Grabstein saß und mit einem Stock auf den Boden zeichnete, hörte er vertraute Schritte hinter sich. Es war Mary mit einem warmen Lächeln und einer Tasche voller Leckereien. »Hallo, Jack«, grüßte sie, als sie sich neben den Jungen setzte. »Ich dachte mir schon, dass ich dich hier finden würde.« Jack nickte nur und wusste nicht, was er sagen sollte. Seit sie das erste Mal miteinander gesprochen hatten, schien Mary immer in den unerwartetsten Momenten aufzutauchen und ihm Worte des Trostes und der Erleichterung zu bringen, von denen er nicht wusste, dass er sie brauchte. »Ich habe eine Idee für heute«, verkündete sie mit einem Zwinkern in den Augen. »Was hältst du davon, wenn wir in den Vergnügungspark gehen?« Jack blinzelte überrascht. »Ein Vergnügungspark?« »Ja«, bestätigte Mary. »Das ist eine Gelegenheit, sich zu amüsieren. Ich weiß, dass es seltsam klingen muss, aber manchmal brauchen wir ein wenig Freude, selbst in den schwierigsten Zeiten.« Er zögerte. Er wusste nicht, ob es richtig war, anzunehmen, aber irgendetwas an Mary brachte ihn dazu, ihr vertrauen zu wollen. »Ich habe kein Geld«, murmelte er. »Machen Sie sich keine Sorgen, das geht auf mich.« Sie stand auf und reichte ihm die Hand. »Kommen Sie, vertrauen Sie mir.« Nach ein paar Momenten der Unentschlossenheit nahm Jack ihre Hand. Sie gingen gemeinsam zum Park, einem belebten Viertel der Stadt, von dem er nur gehört hatte. Als sie dort ankamen, umhüllten ihn Lachen und Musik sowie der süße Geruch von Zuckerwatte und Popcorn. »Such dir aus, was du zuerst machen willst«, ermutigte Mary ihn. Jack stand wie gelähmt da und starrte auf die hellen Lichter und das sich drehende Spielzeug. Nach ein paar Sekunden zeigte er auf das Riesenrad. »Das«, sagte er mit einem schüchternen Lächeln. Mary kaufte die Fahrkarten und schon bald kletterten sie beide in die Kabine. Als sich das Riesenrad drehte, sah Jack, wie sich die kleine Stadt vor seinen Augen ausbreitete. Einen Moment lang spürte er etwas, das er schon lange nicht mehr erlebt hatte. Glück. »Das ist unglaublich«, rief er aus und lachte, als die Kabine oben anhielt. Mary lachte mit, erfreut darüber, dass er sich so wohl fühlte. »Ich wusste, dass es dir gefallen würde.« Nach dem Riesenrad fuhren sie mit anderen Fahrgeschäften weiter. Jack schien sich mit jeder neuen Herausforderung zu verändern, lachte im Autoscooter und schrie vor Überraschung in der Achterbahn. Mary beobachtete ihn und bemerkte, wie das Gewicht, das er trug, abzunehmen schien, wenn auch nur für ein paar Stunden. Bevor sie gingen, kaufte Mary den beiden noch Zuckerwatte und sie setzten sich auf eine Bank in der Nähe eines beleuchteten Springbrunnens. »Danke für den heutigen Tag«, sagte Jack mit leiser, aber aufrichtiger Stimme. Mary schlang ihren Arm um seine Schultern. »Du hast Momente wie diesen verdient, Jack. Und ich möchte, dass du weißt, dass ich immer für dich da bin, wenn du mich brauchst.« Der Junge sah sie an. Sein Blick war voller Emotionen. »Versprochen?« »Ich verspreche es«, antwortete sie mit einem warmen Lächeln. Als sie zum Waisenhaus zurückgingen, spürte Jack, dass sich etwas in ihm verändert hatte. Zum ersten Mal seit langer Zeit hatte er wieder Hoffnung. Mary hatte ihm gezeigt, dass es selbst inmitten der Dunkelheit möglich war, winzige Funken des Lichts zu finden. Mary lag auf ihrem Bett, erschöpft nach einem weiteren langen Tag. Trotz der Freude darüber, Jack in den Park gebracht zu haben, begleitete die Trauer über ihren eigenen Verlust sie wie ein ständiger Schatten. In dieser Nacht, als der Schlaf sie endlich einhüllte, träumte sie. Sie befand sich auf einem weiten Feld, das in einen goldenen Nebel gehüllt war. In der Ferne hörte sie das Lachen eines Kindes. Sie erkannte die Stimme sofort. Es war Adam, ihr Sohn. Er wirkte lebendiger denn je und rannte mit ausgebreiteten Armen auf sie zu. »Mutti«, rief er und drückte sie fest an sich. Maria begann zu weinen, als sie die Wärme und das Gewicht seines kleinen Körpers an ihrem spürte. »Adam, ich vermisse dich so sehr«, sagte sie und nahm sein Gesicht in ihre Hände. Adam lächelte mit einer Gelassenheit, die sie entwaffnete. »Ich war nie wirklich weg, Mama. Ich bin immer hier«, antwortete er und deutete auf ihre Brust. »Aber du musst etwas für mich tun.« »Was meinst du damit?«, fragte Mary verwirrt.
Adam nahm ihre Hand und führte sie zu einer einfachen Holztafel, die aus dem Boden ragte. Darauf waren Zahlen eingraviert. 123 Elm Street. Such nach diesem Ort. Es ist wichtig, sagte er mit ungewöhnlicher Bestimmtheit. Mary wollte noch mehr Fragen stellen, aber der Traum begann zu verblassen. Bevor sie ein weiteres Wort sagen konnte, wachte sie keuchend auf und ihre Hände zitterten. 123. Elm Street, flüsterte sie und spürte das Gewicht der Nachricht. Beim Frühstück erzählte Mary ihrem Mann John von dem Traum. Er war ein praktischer Mann, aber er wusste, dass Marys Träume oft eine tiefe Bedeutung hatten. Es könnte nur sein, dass dein Verstand versucht, Dinge zu verarbeiten, meinte er, während er einen Schluck Kaffee trank. Aber wenn es dich beunruhigt, können wir dem nachgehen. Durch seine Unterstützung ermutigt, suchte Mary die Adresse auf einer Online-Karte heraus. Zu ihrer Überraschung war sie ganz in der Nähe. Es war ein altes Gebäude, das als Waisenhaus genutzt wurde. Dort wohnt Jack, sagte sie und stellte die Verbindung her. John willigte ein, sie zu begleiten. Als sie ankamen, wurden sie von einer müden, aber freundlichen Mitarbeiterin begrüßt. Was kann ich für Sie tun? Fragte die Frau in neugierigem Tonfall. Ich bin Mary, eine Freundin von einem der Jungs hier, Jack, begann sie und versuchte lässig zu klingen. Ich habe von diesem Ort geträumt und hatte das Gefühl, dass ich kommen muss. Die Angestellte runzelte die Stirn, überrascht von der Ehrlichkeit ihrer Besucherin, nickte aber. Jack? Er ist ein netter Junge, aber sehr zurückhaltend. Er ist draußen im Garten. Mary machte sich auf den Weg in den Garten, wo sie Jack mit einem alten Buch in der Hand auf dem Boden sitzen sah. Sobald er sie sah, schenkte er ihr ein schüchternes, aber aufrichtiges Lächeln. Maria, was machst du denn hier? Fragte er verwirrt, aber glücklich. Sie kniete sich vor ihm nieder und berührte sanft seine Schulter. Ich hatte einen Traum über diesen Ort, Jack. Etwas hat mich hierher gebracht. Als der Junge sie ansah, begann etwas Unbeschreibliches zwischen ihnen zu wachsen. Eine Verbindung, die über Worte hinausging. Mary wusste nicht, was das alles zu bedeuten hatte, aber sie war sich sicher, dass Jack in ihrem Leben viel wichtiger war, als sie es sich vorgestellt hatte. Die Tage nach ihrem Treffen im Garten waren geprägt von Marys häufigen Besuchen im Waisenhaus. Jedes Gespräch mit Jack schien das Band zwischen ihnen zu vertiefen. Er begann sich zu öffnen, erzählte kleine Details über seine Mutter, wie sehr er ihr Lächeln vermisste und wie endlos ihm die Nächte im Waisenhaus vorkamen. Eines Morgens, als sie durch den Garten des Waisenhauses gingen, spürte Mary eine Dringlichkeit in ihrem Herzen. Sie sah Jack an, der kleine Steine auf den Weg warf, und eine Idee nahm Gestalt an, so klar und unbestreitbar wie die Sonne am Himmel. Jack, begann Mary und hielt inne. Er drehte sich zu ihr um, seine Augen waren neugierig. Was ist denn los? Mary kniete sich auf seine Höhe hinunter. Wie würde es dir gefallen, mit mir und John zu leben? Wieder ein Zuhause, eine Familie zu haben? Jack erstarrte, sein Blick war voller Überraschung und Misstrauen. Ist das Ihr Ernst? Sehr ernst. Mary lächelte sanft. John und ich wollen dir ein Zuhause geben, wenn du eins willst. Jack wandte zögernd den Blick ab. Was, wenn ich nicht gut genug bin? Fragte er mit zittriger Stimme. Mary hielt sein Gesicht mit beiden Händen fest. Du bist bereits mehr als genug, Jack. Das warst du schon immer. An diesem Abend besprachen Mary und John die Angelegenheit zu Hause. John, obwohl pragmatisch, hatte sich bei ihren Treffen bereits von dem Jungen überzeugen lassen. Er ist etwas Besonderes, Mary, sagte John, während er einen Schluck Tee trank. Aber du weißt, dass es nicht einfach sein wird. Ich weiß, aber ich spüre, dass er uns braucht. Und vielleicht brauchen wir ihn sogar mehr als das. John lächelte und nickte zustimmend. Dann lass es uns in die Tat umsetzen. Am nächsten Tag kehrten sie zum Waisenhaus zurück, diesmal um mit der Verwaltung zu sprechen. Die Leiterin, eine Frau mit strengem Blick, schaute über ihre Brille. Jack adoptieren? Fragte sie neugierig. Ja, wir wollen ihm ein Zuhause geben, antwortete Mary entschlossen. Die Schuldirektorin zögerte einen Moment, entspannte sich dann aber. Jack ist ein guter Junge, aber er hat viel gelitten. Er verdient eine Chance, glücklich zu sein. Ich werde das Verfahren einleiten, aber seien Sie sich darüber im Klaren, dass es sehr lange dauern kann. Als Mary Jack über den Fortgang des Verfahrens informierte, schwieg er für einen Moment und starrte auf den Boden. Sind Sie wirklich bereit, das für mich zu tun? Fragte er, und seine Stimme war voller Emotionen. Nein, Jack.
Mary lächelte und nahm seine Hände. Ich bin bereit, es mit dir zu tun. Zum ersten Mal fühlte Jack etwas Neues und Intensives. Zugehörigkeit. Er umarmte Mary, Tränen liefen ihm über das Gesicht. Danke, flüsterte er. Mary erwiderte die Umarmung und spürte einen Frieden, den sie schon lange nicht mehr erlebt hatte. Als Jack in dieser Nacht endlich einschlief, fühlte er sich zum ersten Mal seit langer Zeit wieder gewollt und geliebt. Er wusste nicht, was die Zukunft bringen würde, aber zum ersten Mal hatte er die Hoffnung, dass er es mit Menschen zu tun haben würde, die sich wirklich für ihn interessierten. Die folgenden Monate waren voll von Treffen, Gesprächen und Papierkram. Mary und John arbeiteten hart, um alle Anforderungen des Adoptionsverfahrens zu erfüllen. Schließlich war der Tag gekommen. Jack wurde offiziell Teil der Familie. Sie feierten mit einem einfachen Abendessen zu Hause, wo Jack ein eigenes kleines Zimmer bekam. Als Jack eines Tages den Dachboden ihres neuen Hauses erkundete, fand er eine alte, verstaubte Schachtel. Neugierig geworden, öffnete er sie. Darin befanden sich Fotos, Dokumente und alte Gegenstände. Was ihm jedoch besonders ins Auge fiel, war ein Foto. Es zeigte einen Jungen, der ihm ähnlich sah, aber der Name, der auf der Rückseite stand, war ein anderer. Adam. Jack rannte die Treppe hinunter und hielt das Foto in den Händen. »Maria!« rief er und unterbrach sie, als sie das Mittagessen zubereitete. Sie drehte sich um, erschrocken über die Dringlichkeit in seiner Stimme. »Was ist denn los, Jack?« Er zeigt ihr das Foto, seine Augen sind groß. »Wer ist das? Warum sieht er aus wie... mir?« Mary nahm das Foto und ihr Gesichtsausdruck änderte sich augenblicklich. Schock und Schmerz waren offensichtlich. »Dieses Foto ist von Adam«, sagte sie und ihre Stimme brach. Jack runzelte die Stirn. »Adam? Ihr Sohn?« Mary nickte und setzte sich auf den nächstgelegenen Stuhl. »Ja, aber... das ergibt keinen Sinn. Wie sind Sie an das Foto gekommen?« Jack erklärte, wo er das Foto gefunden hatte. John, angezogen von dem Gespräch, ging in die Küche und hörte sich die Geschichte an. »Mary«, sagte er und versuchte, ruhig zu bleiben. »Es ist möglich, dass Adam und Jack Brüder sind?« Mary schlug sich die Hand vor den Mund, um den Gedanken zu verarbeiten. Nach einem Moment murmelte sie, »Ich muss der Sache nachgehen.« Mary und John gingen zum Waisenhaus und baten dort um Einsicht in Jacks Unterlagen. Die Direktorin zögerte zunächst, gab aber nach, nachdem die beiden darauf bestanden hatten. Bei der Durchsicht der Unterlagen spürte Mary, wie ihr der Boden unter den Füßen wegbrach. Jack und Adam waren eineiige Zwillinge, die bei der Geburt nach einem tragischen Autounfall getrennt wurden, bei dem der Vater der Kinder ums Leben kam. Die Ärzte sagten, dass Adam überlebt hatte, aber nicht Jack, erklärte Mary, während ihr die Tränen über das Gesicht liefen. Aber aus irgendeinem Grund gab es einen Fehler. John, obwohl erschüttert, hielt ihre Hand fest. Mary, das ändert alles, aber es bringt uns auch Jack noch näher. Er ist ein Teil von Adam. Zurück im Haus riefen Mary und John Jack zu einem Gespräch zu sich. Er saß unruhig auf dem Sofa, während Mary das Foto in ihren Händen hielt. »Jack, wir haben dir etwas Wichtiges zu sagen«, begann sie mit leiser Stimme. »Du und Adam seid Zwillingsbrüder.« Jack schwieg und versuchte zu verarbeiten, was er gerade gehört hatte. »Ich hatte einen Bruder?« fragte er schließlich, und seine Stimme brach. Mary nickte, ihre Augen füllten sich mit Tränen. Und ich habe euch beide am selben Tag verloren. Aber jetzt verstehe ich, habe nie wirklich verloren. Jack, der seine Gefühle nicht unterdrücken konnte, fiel ihr in die Arme. Mary hielt ihn fest, als ob sie ihn nie wieder loslassen würde. Du wirst nie wieder allein sein, Jack. Das verspreche ich dir. In diesem Moment wurde Jack klar, dass sein Schmerz und seine Einsamkeit durch etwas ersetzt worden waren, von dem er dachte, dass er es nie wieder fühlen würde. Zugehörigkeit. Das Haus von Mary und John war mit einer Energie erfüllt, die sie seit Jahren nicht mehr gespürt hatten. Für Jack war jeder neue Tag ein Schritt in eine glücklichere Zukunft, eine Befreiung von den tiefen Wunden, die er trug. Für Mary bedeutete Jacks Anwesenheit mehr als nur die Chance, wieder Mutter zu sein. Es war die Erlösung eines Bandes, das durch das Schicksal zerbrochen und durch die Liebe wiederhergestellt worden war. Jack gewöhnte sich schnell an die Routine in seinem neuen Zuhause. Obwohl er das Waisenhaus noch in frischer Erinnerung hatte, fand er nun Freude an einfachen Dingen. Er half John im Garten, backte mit Mary in der Küche Kuchen oder las bei Sonnenuntergang auf dem Balkon Bücher.
Eines Tages, als Mary die Pflanzen goss, beobachtete Jack sie mit einem schüchternen Lächeln. »Meinst du, Adam hätte mich gemocht?«, fragte er und brach das Schweigen. Mary sah ihn zärtlich an. »Daran habe ich keinen Zweifel, Jack. Er hätte dich vergöttert. Du bist der Bruder, den er immer verdient hat.« Jack lächelte, aber dieses Mal ohne den Schatten der Traurigkeit. Er spürte, dass er in gewisser Weise das Andenken an Adam ehrte, indem er mit ganzem Herzen lebte und liebte. Eines Nachmittags, als sie Pläne für die Zukunft besprachen, schlug John etwas Unerwartetes vor. »Wie wäre es, wenn wir eine Reise machen? An einen Ort, an dem wir alle neue Erinnerungen schaffen können?« Jacks Augen leuchteten auf. »Ich war noch nie woanders als im Waisenhaus. Dann ist es an der Zeit, das zu ändern«, sagte Mary aufgeregt. »Was hältst du davon, wenn wir an den Strand gehen?« »An den Strand?« Jack schien von der Idee begeistert zu sein. »Ich wollte schon immer mal das Meer sehen.« In den nächsten Tagen plante die Familie den Ausflug sorgfältig. Es war eine kleine Geste, aber sie symbolisierte den Beginn von etwas Neuem, etwas Schönem. Als sie endlich am Strand ankamen, rannte Jack an den Rand des Meeres, spürte den Sand zwischen seinen Zehen und das kalte Wasser an seinen Knöcheln. Er lachte, ein reiner, ansteckender Klang, der Mary und Johns Herzen mit Freude erfüllte. »Es ist noch viel schöner, als ich es mir vorgestellt habe«, rief er und starrte auf den unendlichen Horizont. Mary und John sahen sich begeistert an. Sie wussten, dass der Weg dorthin nicht einfach gewesen war, aber in diesem Moment ergab alles einen Sinn. An diesem Abend, als sie gemeinsam den Sonnenuntergang betrachteten, hielt Jack die Hände von Mary und John. »Danke, dass ihr mir eine Chance gebt, dafür, dass ich ein Teil von all dem sein durfte.« Mary umarmte ihn fest und hatte Tränen in den Augen. »Danke, Jack, dass du uns daran erinnert hast, was bedingungslose Liebe ist.« John legte seinen Arm um sie beide und blickte hinaus auf das Meer, das sich langsam unter dem Sternenhimmel verdunkelte. »Wir sind jetzt eine Familie. Und das werden wir immer sein.« Jacks Leben hatte sich für immer verändert, aber er wusste, dass er nicht allein war. Der Schmerz der Vergangenheit würde nie ganz verschwinden. Aber jetzt war er Teil seiner Geschichte. Eine Erinnerung daran, dass Widerstandskraft und Liebe selbst die grausamsten Widrigkeiten überwinden können. Umgeben von Mary und John fand er endlich das, wovon er immer geträumt hatte. Ein Zuhause, eine Zukunft und vor allem eine Familie.